Gut. Oh, nebenbei, wir haben gerastet. Das heißt, Düna hier kann ihr Zeug wieder haben. Und es auch gleich wieder anziehen. Ach, da war der Stab drin. Der Monsterbeschwörungsstab. So. Jetzt sieht Düna hier wieder etwas besser aus. Von der Ausrüstung her. Und wir können Berikos in die Richtung verlassen. In Richtung Tempel. So, keine Reisezeit. Beinahe unter meiner Würde. Weil der Tempel ist ja direkt nebenan. Man sieht, hier geht's noch wieder in die Stadt. Die hohen Hecken sind etwas entfernt. So. Hier ist sogar ein schöner gemauerter Weg zum Tempel. Und hier ist Lied des Morgentempels. Den können wir einfach durch den Innenhof betreten. Obwohl, wir sollten uns erst um den Tempel herum kurz umgucken. Dass wir wenigstens den Tempel aufdecken. Und wie ich sagte, der Tempel nimmt nicht das ganze Gebiet in Anspruch. Also es gibt hier definitiv Orte, die wir erkunden können. Hier könnten wir von einem Seiteneingang in den Tempel, und ich glaube, hinten ist sogar auch noch ein oder Ausgang. Genau hier. Also es gibt viele Wege in den Tempel. Das, obwohl der Tempel mitten in der Pampa steht, also er steht ja außerhalb der Stadt. Hier sind nicht mal Stadtwachen, wenn man sich genau umschaut. Oh, und es gibt noch ein Nebenhäuschen, das sind, glaube ich, Quartiere oder so. Genau hier. Vestibül. Genau, gucken wir mal kurz nach Norden das Fitzelchen noch ab. Oh, hier steht jemand. Ein Betrunkener. Hier sollte kein Betrunkener einfach so rumlungern. Hallo Jungs, wie geht's euch? Irgendwie muss ich mir verlaufen haben. Egal, ist ja auch völlig egal. Hier, gebt mir euer Geld. Pass mal auf, Freundchen. Wir werden dir nicht unser ganzes Geld geben. Verschwindest, bevor wir dir noch wehtun müssen. Ganzes Geld geben. Falsch, Jungs. Ich hätte mich im... Ihr hättet mich mir halt doch das Geld geben sollen, Hick. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich bin Leichnam, ja? Also ein Lich, einer der stärksten Untoten, beziehungsweise ein untoter Nekromant. Ja, wirklich. Ich habe riesige Zauberkräfte und ihr habt mich verrückt gemacht. Ich gebe euch noch eine letzte Chance. Gebt mich euer Geld, Hick, bla. Tja, wenn du ein Leichnam bist, dann müssen wir dich wohl beseitigen. Ey, ihr versteht mich, mich wohl nicht richtig. Ich werde euch umbringen mit meiner Zauberkraft. So, was wollt ihr? Wollt ihr nur tot oder was anderes? Wir gehen jetzt. Auf Wiedersehen. Ey, wer seid ihr? Ah. Okay. Ein interessantes Zusammentreffen. Entschuldigung. Mit einem Besoffenen. Gut, wir gehen dann hier oben einfach weiter, einmal herum und decken dann den Rest hier auf. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Vestibül an, was auch immer das ist. Das könnte wirklich entweder der Schlafraum von den Priestern sein, die hier leben. Oder ihre Bäder. Ich weiß selbst nicht genau, was der Vestibül ist. Gehen wir einfach mal rein. Hallo. Priester der Blaine. Priester der Bram. Nicht leichter als das. Also ich glaube, das sollen Bram und Blaine sein. Priester der Morgendämmerung Blaine. Ja, da hat sich einfach das Morgendämmerung
wegretuschiert. Wer seid ihr? Niemand Wichtiges. Geht zu Kedav und besprecht mit ihm die Tempelangelegenheiten. Ich wische eben den Boden auf. Sind schwere Zeiten. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und ja, so wie das aussieht, könnte das wirklich so eine Art... Ja, hier ist ein Altar in der Mitte. Das könnte eine Art Ritualsraum sein. Dach auch. Und du bist Bram. Wir möchten keine Informationen von einem lauernden Spion. Hä, was? Dach auch. Wer seid ihr? Dach auch. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Okay, die scheint mich mit irgendwem zu verwechseln. Gut. Dann gehen wir jetzt einfach mal durch den Vordereingang natürlich in den Tempel hinein. Wir können hier, glaube ich, seitlich in den Innenhof des Tempels. Also man merkt schon, das ist ein ganz anderer Schnack als der kleine Helmtempel in Nashkel. Aber ja. Hallo. Ja. Was? Nichts leichter als das. Sirenen? Ja, Sirenen. Stehen hier und singen um die Statue. Willkommen! Der reisende Abenteurer wird nie an einem Hause Lothanders abgewiesen. Ja, ein Lathander-Tempel. Deswegen singen hier Sirenen. Ganz toll. Lathander ist übrigens... Lass mich nichts Falsches behaupten. Lathander ist der Gott der gutmütigen Verstümmelung. Also die Priester von Lathander fügen sich selber Schmerzen zu, um anderen zu helfen. Ja, ich glaube, das war Lathander. Also ja, ein ganz komischer Gott. Meiner Meinung nach. Beim Fürst des Morgens. Wie ich sehe, seid ihr im Besitz des heiligen Symbols von Basilus. Es muss ein harter Kampf gegen einen so mächtigen Mann gewesen sein. Euer Dienst wird nicht so bald vergessen werden. Es ist mir eine Freude, euch die wohl auch verdiente Belohnung überreichen zu dürfen. Welches Level haben wir eigentlich jetzt noch? 4. Okay. Wir haben 1000 Erfahrung bekommen. Haben die das Wappen abgegeben und 5000 Gold bekommen. Für die Erledigung des üblen Basilus wurde ich reichlich entlohnt. Ohne Zweifel kommen die 5000 Goldstücke wie gerufen. Oh ja, die Heilburger mögen seinen Körper malträtiert haben, aber Pionis Herz ist aus purem Gold. In seiner Dankbarkeit hat er uns einen wertvollen und kurzfristig gearbeiteten Schild geschenkt. Irgendetwas sagt mir, dass dieser Schild etwas Magisches hat. Ja, das war der +1-Schild. Ja, beinahe unter meiner Würde. So, wir verlassen den Tempel über den Seitenausgang. Und gucken nichts uns jetzt hier das. Weiter um. Noch ein bisschen, bis ich die Aufnahmesession wieder beenden muss, leider. So. Ja, wir haben hier viel aufzudecken und wenn wir das aufgedeckt haben, geht es zur Küstenregion. Vielleicht finden wir da ja irgendwo Hauptmann Brage. Obwohl, wenn ich hier schon in der Nähe bin, sollte ich vielleicht das Gebiet hier noch... Obwohl, nee. Obwohl doch, die Küstenregion kann noch etwas warten. Ich sollte erst die Gebiete hier in der Gegend aufdecken. Also wenigstens die, die noch nah an Berikos sind. Das Gebiet hier und wenn hier noch eins ist. Wenn da nicht gerade die Schule ist, von der wir gehört haben. Gucken wir aber erstmal gehen Osten. Dort scheint nur ein Gebiet zu sein. Also Steppenlandschaft. Nichts leichter als das. Oder Flachland. Und ein Walk in der Nähe des Tempels. Ein Walk und Vampirwölfe. Au. Die setzen Kalid schon mal sehr zu. Und auch Minsk. Dann
Vince, zieh dich mal kurz zurück. Du heilst Vince. Du heilst Khalid. Oh. Du heißt am besten gleich nochmal Minsk. Ihr habt gerufen? Ah, das wird ja, heftig. Allgegenwärtige Autoritätsperson? Ja? Was immer ihr braucht. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wort. Wow. Ja, gut. Für die Gerechtigkeit. Das ist sehr schlecht. Vor allem, dass beide gelähmt sind. Was wollt ihr? Und ich kann nicht mehr heilen. Ihr habt eine Aufgabe? Du kannst aber nochmal Khalid heilen. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir nochmal laden. Wo war der letzte? Super. Okay. Was? Gut. Ich hätte einen Quicksave machen sollen. Nichts leichter als das. Eure Dienerin steht ja, zu nichts Diensten. Leichter als das. Und diesmal sollten wir die Gruppe auch heilen. Bevor wir hier weitermachen. So, einmal um den Tempel rumgehen, kurz in das Häuschen reingehen. Kurz mit dem Betrunkenen reden. Oh ja, der Betrunkene. Jetzt können wir mal gucken, was passiert, wenn wir sagen, er kann unser ganzes Geld haben. Geben wir ihm dann eine Goldmünze? So, erstmal hier nach Norden und dann hier rum. Decken wir das Gebiet hier auf. Und gut ist. Okay, hier hast du unser ganzes Geld. Ups, na gut, wenn du es weißt. Na gut, wenn du weißt, was gut für dich ist, dann. Na, sicher nicht. Nichts leichter als das. Kann ich euch behilflich sein? Pass auf, Freundchen, wir werden dir nicht unser ganzes Geld schwimmen. Verschwinde endlich. Wir gehen auch jetzt auf Wiedersehen. Hä, wer seid ihr? A. Wenn genau. Jemand besser geeignet ist. Wir geben noch einen Betrunken, nicht nur unser ganzes Gold. Wer fehlt mal wieder? Talisa. Was? Gut. Ja, gut. Das ist wirklich gut. Gehen wir kurz hier rein. Beinahe unter meiner Würde. Peter! Reden wir kurz mit denen. Und wer seid ihr? Genau. Ja, gut. Niemand Wichtiges. Doch geht auch. Geht zu Keldav und so weiter. Was wollt ihr? So, wieder raus hier. Gut. Jetzt gehen wir hier rum. Kurz zwischen dem Tempel. Gucken kurz hinter das Häuschen. Genau. Gehen hier rein. War gut. Decken kurz den Innenraum auch nochmal auf. Lassen die Sirenen singen. Das sind übrigens die garstigen Gegner an der Küste. Der reisende Abenteurer wird nie an einem Hause Lothanders abgewiesen. Fasst mich nicht an. Ich bin super wichtig. Ja, du bist der Bürgermeister von Berikos, also bist du super wichtig. Sei willkommen. Ein Abenteurer auf Reisen ist im Hause Lathanders immer willkommen. Wir sind bemüht, all jenen beizustehen, die sich für das Wohl der Reiche einsetzen.
Wenn ihr vom Kampf erschöpft seid, können wir euch eine Reihe nekromantischer Heilungen ganz nach euren Bedürfnissen anbieten. Außer einer kleinen Spende verlangen wir keine Bezahlung. Okay, wir können uns helfen, ihr könnt uns heilen. Was gut ist. Vor allem können die schwere Wunden heilen. So, dich noch heilen. Dich noch heilen. Gut, die Gruppe ist geheilt. Ja. Wir begeben uns zu dem Ausgang. Und jetzt ist es leider wieder Zeit für einen Cut. Also speichere ich. LP 011 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.